das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Wenn lange Zeit in dieser Pandemie vor allem die Älteren den größten Schutz benötigten, so richtet sich jetzt immer mehr der Blick auf die Jungen, die zu lange zu wenig beachtet wurden, obwohl sie doch von Anbeginn an so viel aushalten und auf so viel verzichten mussten. Der Schaden, der entsteht, wenn Kinder monatelang der Schule fernbleiben, erst recht die, die es ohnehin schon schwer haben. Dieser Schaden ist kaum zu ermessen und wahrscheinlich auch nicht mit Geld aufzuwiegen. Und doch versucht die Bundesregierung nun mit einem 2-Milliarden-Programm den Schaden wenigstens zu begrenzen. Jan Koch. Also ich zwei. Ja, genau, aber was bedeuten denn die Buchstaben? Mathe-Nachhilfe in Essen. Grundfläche mal Höhe teilt sich 2. Genau, okay, die Grundfläche. Um die Grundfläche zu berechnen, brauchen wir jetzt nochmal eine Formel. Elif Tachtabasch hilft ihrer Schülerin Amal, wo sie kann. Sie ist eine von 32 Nachhilfelehrerinnen und Lehrern hier bei Zukunft Bildungswerk, einer Privatinitiative. Jeden Nachmittag Mathe, Englisch, Deutsch für alle, die Nachholbedarf haben. Und der wächst in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht. Vor allem in der Grundschule merke ich da die Defizite, dass sie da, dass sich die Lücken, die schon da waren, verfestigen. Zum Beispiel haben wir jetzt in der 3. Klasse Personenbeschreibung und da merkt man schon ganz, ganz stark, dass die Schüler sich das selber beibringen müssen, irgendwie da eine ordentliche Personenbeschreibung zu verfassen. Institute wie diese sollen vom 2-Milliarden-Paket der Bundesregierung profitieren. 1 Milliarde allein für Nachhilfeunterricht und weitere Angebote. Das heute auf den Weg gebrachte Nachhilfeprogramm soll unmittelbar mit Beginn des kommenden Schuljahres starten. Wir wollen aber trotzdem schon ermöglichen, dass auch in den kommenden Sommerferien etwas passieren kann. Wir denken da an Sommercamps und Lernwerkstätten. Eine weitere Milliarde soll es für Freizeit- und nichtschulische Programme geben. Mit dem Aufholpaket komme hoffentlich endlich etwas ins Rollen, sagen Schülervertreter. Denn der Frust sei groß, die Probleme ja schon lange bekannt. Wir haben aber immer noch nicht das vernünftige Distanzlernen. Wir haben immer noch nicht die Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen. Von daher kann man sich vorstellen, wie man sich als junger Mensch fühlt, dem wirklich seit über einem Jahr gesagt wird, ihr seid das Wichtigste. Am Ende kommt aber irgendwie nicht so ganz richtig was an. Auch hoffen sie, dass die Gelder unbürokratischer fließen und nicht so mühsam, wie viele Schulen es bereits bei der Digitalisierung erlebt haben. Bildungsexperten halten das Paket für völlig unterfinanziert und warnen vor Langzeitfolgen, vor allem für Grundschüler und Kinder aus benachteiligten Milieus. Also wir haben Erstklässler, Zweitklässler, Drittklässler, Viertklässler, die die Grundtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, nicht auf dem Niveau beherrschen, wie wir das gewohnt sind. Das wird uns ein paar Jahre begleiten. Und wenn wir jetzt nicht voll reingehen, auch konzeptionell, dann kann es sein, dass es uns 10 Jahre oder so begleitet. Nachhilfe sei nicht alles, könne aber helfen, wie in Essen bei Schülerin Amal, bei der der Zusatzunterricht schon viel gebracht hat. Voll gut, ich bin viel besser in der Schule geworden und ich habe auch viel bessere Noten. Erste Schritte, auf die sie hofft, aufbauen zu können. Wie die Bundesregierung den Familien jetzt helfen will, dazu hat Christina Böker vom Südwestrundfunk diese Meinung. Seit 5 Monaten sind meine Kinder durchgehend im Homeschooling und das Halbjahr davor lief auch schon im holprigen Digitalmodus. Welche Wissenslücken nach dieser Zeit in ihren Köpfen zurückbleiben, für mich ist das eine Blackbox, besorgniserregend. Ich sollte mich also über ein 2 Milliarden schweres Aufholprogramm freuen und bin dennoch skeptisch. Ich bezweifle, dass Kinder das Corona-Jahr mal eben in 2 Ferienwochen aufholen können, wie 2 Tore Rückstand beim Fußball. Leistungsdefizite, psychische Probleme durch Corona verschärfte Bildungsunterschiede, das ist komplexer als ein Torrückstand. Außerdem gönne ich meinen und allen anderen Kindern ehrlich gesagt auch Ferien. Denn sie hatten ja Schule und nicht Freizeit und mussten mit wesentlich mehr Eigenverantwortung und weniger persönlicher Ansprache ihr Pensum schaffen. Vielleicht hätten sie mehr davon, wenn ihre Lehrpläne fürs nächste Jahr entrümpelt würden. Zudem frage ich mich, ob das Geld am Ende ankommt. Beim Digitalpakt blieb der Großteil der 6,5 Milliarden in der Bürokratie hängen und die Schulen analog. Und jetzt wünsche ich mir statt kurzfristiger Finanzspritzen eine Langfriststrategie für unsere Kinder. Der ebenfalls heute beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ist ein Schritt dahin. Wobei für mich unfassbar ist, dass die Regierung ihn erst 13 Jahre später umsetzt als den Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung. Es gibt einiges aufzuholen, aber bitte schnell, wenn die Schüler von heute etwas davon haben sollen.
dass erst eine Pandemie kommen muss, um in einem vermeintlich gut organisierten reichen Land die Mängel im Bildungssystem schonungslos offenzulegen, ist erschütternd, aber hoffentlich am Ende heilsam. Die Meinung von Christina Böker. Seit einem Monat nun impfen auch die Hausärzte und wie nicht anders zu erwarten, sie kommen kaum hinterher. Weil viele Menschen wissen wollen, wann sie an der Reihe sind, haben die Praxen alle Hände voll damit zu tun, die unzähligen Anrufe entgegenzunehmen. Und so ziehen immer mehr Hausärzte die Lehre, lieber pragmatisch impfen, statt pingelig auf die Reihenfolge zu achten. Ganz im Sinne der Pforzheimer Hausärztinnen, die heute in einem Drive-in auf einem Supermarktparkplatz die AstraZeneca-Dosen impften, die in ihrer Praxis keiner haben wollte. Ganz ohne Termin und sehr zur Freude der Geimpften, von denen etliche für die unkomplizierte Versorgung mit Impfschutz mit einem Hubkonzert dankten. Über das große Impfen in den Praxen Andreas Hilmer und Christian Stichler. Ein guter Tag für Kirsten Menzel. Die 59-Jährige hat vergangene Woche einen Brief von ihrer Praxis bekommen. Darin die Einladung zu einem Impftermin. Huch, das ist ja gut, dann brauche ich nicht ins Impfzentrum zu fahren. Also ich habe mich gefreut, ja. Schönen guten Tag. Björn Paray teilt sich eine Gemeinschaftspraxis mit 6 Kolleginnen. Das hilft, denn die Menge an Impfdosen wird pro Arzt und nicht pro Praxis berechnet. Allerdings, wie alle Hausärzte, erfährt er nur kurzfristig, wie viel Impfstoff ihm in der Folgewoche zugestellt wird. Diesmal waren es 200 Dosen BioNTech/Pfizer. AstraZeneca verimpfen sie hier kaum noch, denn die Patientinnen und Patienten über 60 haben sie weitgehend versorgt. Wir impfen tatsächlich nur die Leute, die vor dem Beginn der Impfkampagne bei uns regelmäßige Patienten waren. Die impfen im Moment primär durch, weil ansonsten würden wir jeden Tag exponentiell das Wachstum an Anfragen haben. Es ist so schon so, dass jeden Tag 30 Leute anrufen und fragen, ob sie nicht bei uns Patient werden können, um geimpft zu werden. Die vielen Anfragen kennen Sie auch in dieser Hausarztpraxis in Bremen. Immer mittwochs impft hier Ulrich Weigelt, Bundesvorsitzender des Hausärzteverbandes. Er fordert mehr Impfstoff und mehr Freiheiten für die Praxen selbst zu entscheiden. Ich glaube, man muss diesen Verteilungskampf nicht regeln, sondern man muss es laufen lassen. Umso mehr Praxen impfen, umso mehr Impfstoff können wir gleichzeitig den Menschen verabreichen. Wenn ich jetzt irgendwelche Praxen ausschließe, weil dann schon jüngere Gruppen geimpft werden, dann werden die anderen nicht unbedingt das auffangen können. Auch der Deutsche Ethikrat spricht sich dafür aus, dass man Hausärzte beim Impfen nicht zu stark reglementiert. Es ist einfach wichtig, dass wir jetzt Meta machen. Also wenn man alle weggeimpft hat, die zu den Priorisierungsgruppen gehören, dann gibt man das natürlich dann den Nächsten. Und dann geht es einfach darum, dass man wirklich in die Breite geht und möglichst schaut, dass man die Gruppen mit vielen Kontakten, die jetzt auch lange belastet waren, also die junge Generation oder eben Brennpunktviertel und so weiter, ganz schnell erreicht. Aber solange die Priorisierungen noch gelten, können Sie hier in Hamburg nicht einfach Jüngere impfen und wollen stattdessen erst einmal andere unterstützen. Ich denke schon, dass eine Praxis wie unsere auch den Nachbarpraxen helfen wird, die nicht so gerne impfen wollen. Da gibt es ja auch Praxen, die nicht ganz so groß dabei sind, die dann ganz dankbar sind und uns auch schon gefragt hatten, ob wir für die dann mitimpfen können. Dass bald mehr Impfstoff kommt, hofft auch Björn Paray. Und darauf, dass die Priorisierungen möglichst schnell aufgehoben werden können. Tja, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich heute Abend dafür ausgesprochen, für Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff AstraZeneca die Priorisierung sofort aufzuheben. Darüber werde er morgen mit seinen Amtskollegen und Kolleginnen in den Ländern sprechen. Unabhängig von Alter und Vorerkrankungen könne dann jeder, der dies wolle, mit AstraZeneca geimpft werden. Es ist gerade eine Woche her, dass die Richter in Karlsruhe der Bundesregierung das Klimaschutzgesetz um die Ohren hauten und klarstellten, dass es so wie geplant jedenfalls nicht funktioniere. Prompt erhöhte sich die Drehzahl im Wahlkampf, heute zuerst bei der SPD. Den Roten kann es nicht schnell genug gehen, zu zeigen, wie grün sie sind. Und so legten sie heute eilig ein Konzept vor für ein neues, schärferes Gesetz, für das allerdings zunächst nur ein paar Zahlen ausgetauscht wurden. Markus Rehr. Verkehrte Welt in Berlin, so scheint es. Der Bundesfinanzminister zieht die Umweltpolitik an sich. Olaf Scholz verkündet neue Klimaziele. Da blitzt der Kanzlerkandidat in ihm auf. Ziele haben ist ja schön. Sagen, wie es geht, ist noch viel besser. Und eigentlich ist das Thema der nächsten Woche und Monaten. Ich brauche niemanden mehr, der noch auch dafür ist, dass wir den Klimaschutz hinkriegen. Ich brauche jemanden, der mitmacht, das zu schaffen.
Es besteht Handlungsbedarf. Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche entschieden, das Klimaschutzgesetz muss nachgebessert werden, generationengerechter. Bisher legt es fest, bis 2050 soll Deutschland klimaneutral sein. Dafür soll bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 55% im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Für die Zeit danach gibt es keine Regelung. Die SPD will nun Klimaneutralität bis 2045. Dazu soll die Treibhausgasemission bis 2030 um 65% reduziert werden, bis 2040 um 88%. Der Rest bis 2045. Auch die Union signalisiert Zustimmung, aber es gebe noch einiges zu regeln. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, muss als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem Stahl- und Kohleland im Westen, auch auf die Arbeitsplätze schauen. Verkehrte Welt auch hier, so scheint es. Jahrzehntelang war das klassische SPD-Politik. Das ist eine riesige Umstellung unserer Wirtschaft. Und wir wollen alles tun, dass Arbeitsplätze erhalten werden und dass wir trotzdem Klimaneutralität erreichen. Eine Riesenambition, die liegt jetzt vor uns. Und das ist die Modernisierung, die wir in den 20er Jahren brauchen. Klimaschutz als Wahlkampfthema. Union und SPD wollen es wohl nicht mehr allein den Grünen überlassen. Deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hielt sich heute zurück mit Interviews, verwies auf ihren vollen Terminkalender. Die Umweltschutzbewegung Fridays for Future aber übte scharfe Kritik am Vorstoß von Olaf Scholz. Nach 8 Jahren in der Regierungsverantwortung, jetzt plötzlich unzureichende Klimaziele zu verkünden und damit sich als Klimaschutzvorreiter zu positionieren, gleichzeitig aber mit beschlossenen Gesetzen wie dem Kohleausstieg 2038 oder dem Festhalten an Nord Stream 2 weiter die Klimakrise zu befeuern, ist eine viel zu kurz gegriffene Maßnahme. Union und SPD dürften in den nächsten Tagen noch heftig um die Details zum neuen Klimaschutzgesetz ringen. Mit unserem nächsten Thema wird kein Wahlkampf gemacht, obwohl es doch so viele Menschen betrifft, die sich ausgeschlossen und benachteiligt fühlen. Menschen mit Behinderungen gehören mitten in die Gesellschaft, laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht. Und also sollten sie auch am Arbeitsleben teilhaben. Doch zu oft ist dem nicht so. Knapp 8 Millionen schwerbehinderte Menschen gibt es in Deutschland. Gut 3 Millionen von ihnen sind im erwerbsfähigen Alter. Doch von diesen wiederum ist nur rund jeder Dritte im sogenannten ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung hat Tim Diekmann einen Mann getroffen, der sehr viel mehr könnte, als er darf. Alexander Subert ist es gewohnt zu kämpfen, schon sein ganzes Leben. Der komplizierte Alltag als Rollstuhlfahrer, die Vorurteile in der Gesellschaft. Auf seinem Handbike kann Subert all das für einen Moment vergessen. Das ist eine Freiheit. Wenn du das hast, das gibt dir Möglichkeiten, wo du normalerweise nicht hast. Seit seinem ersten Lebensjahr sitzt Alexander Subert im Rollstuhl. Aufgehalten hat ihn das fast nie. Als erster Rollstuhlfahrer absolvierte er eine Security-Ausbildung, arbeitet als Türsteher und Personenschützer. Es folgen Jobs als Streetworker und Medizinprodukteberater, aber immer nur in befristeten Verträgen. Doch jetzt will den 49-Jährigen keiner mehr beschäftigen. Bewerbungen habe ich sicher 100 Stück schon geschrieben. Und zurück kam eigentlich nur Absagen. Das frustriert einen, das deprimiert einen natürlich. Aber die Leute hören eine Behinderung und dann sagen sie, oh, Gefahr. Oder ich weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe. Vorbehalte, Berührungsängste. Gerecht, sagt Alexander Subert, werden behinderte Menschen in Deutschland noch immer nicht behandelt. Vor allem der Arbeitsmarkt diskriminiere Menschen mit Behinderungen. Von der oft geforderten inklusiven Arbeitswelt ist Deutschland noch ein ganzes Stück weit entfernt. Das zeigt das Beispiel der sogenannten Beschäftigungspflicht. Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen müssen eine 5%-Quote für Menschen mit Behinderungen erfüllen. In den meisten Fällen wird die Quote aber nicht erreicht. 77% aller Arbeitgeber erfüllen die Quote nicht. 25% aller Unternehmen beschäftigen sogar gar keine Menschen mit Schwerbehinderung. Stattdessen zahlen sie eine Abgabe für die nicht besetzte Stelle, meist wenige 100 Euro monatlich. Eine von Verbänden geforderte Erhöhung der Abgabe lehnen die Arbeitgeber ab. Gesamtmetallchef Stefan Wolf hat selbst eine körperliche Einschränkung und appelliert an die soziale Verpflichtung seiner Unternehmerkollegen.
Wir stellen natürlich unter gleichen Bedingungen Schwerbehinderte und Nicht-Schwerbehinderte ein. Da gibt es auch keinen Vorteil, sondern die Qualifikation muss stimmen. Und manchmal passt es einfach nicht. Und ich glaube, deswegen werden dann Schwerbehinderte manchmal nicht eingestellt. Den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt sollen Werkstätten für Menschen mit Behinderung fördern. Hier arbeiten rund 320.000 Beschäftigte für ein geringes Taschengeld. Das System wird immer wieder von Experten kritisiert, denn weniger als 1% schaffen den Übergang von Werkstatt zum allgemeinen Arbeitsmarkt tatsächlich. Das liege auch am komplizierten Fördersystem. Es wird schwierig, wenn es wirklich konkret an die Einstellung geht, dass man dann eben die Leistungen beantragen muss, was schon ein sehr hoher bürokratischer Aufwand ist. Der leidenschaftliche Tennisspieler Alexander Subert wünscht sich vor allem eins: echte Gleichstellung. Der Kampf fängt ja schon an, wenn du wirklich irgendwo genommen wirst, dann musst du immer zeigen, dass du mindestens genauso gut bist wie die, die laufen können. Eigentlich besser. Alexander Subert will weiterkämpfen, nicht nur für sich selbst. Katrin Langensiepen ist Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, die, wie sie selbst sagt, einzige weibliche Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung. Guten Abend, Frau Langensiepen. Guten Abend, Frau Mioska. Behinderung, oh Gefahr. Von derlei Reaktionen hat uns gerade Alexander Subert erzählt. Kennen Sie das auch? Es ist mir so direkt nicht gesagt worden, aber hintergründig, eindeutig, zweideutig wird es schon gespiegelt, dass Menschen mit Behinderung, das verbindet man mit Problemen, mit Krankheit, mit manchmal auch mit Leid und mit etwas Negativem. Und daher ist mir das nicht unbekannt. Wie haben Sie es denn persönlich erlebt? Sie haben Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, bevor Sie die politische Karriere gestartet haben. Ja, als ich noch Teenager war, da wollte ich immer irgendwas mit Medien machen. Da sagte man mir, naja, also jemand mit sichtbarer Behinderung, wird man das so öffentlich sehen? Also man zeigt seine Behinderung nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist, was hier dann direkt gesagt wird. Aber wenn man sich dann immer bewirbt und dann irgendwie leider nie eine Anstellung bekommt, obwohl man gut qualifiziert ist, dann gibt einem das schon zu denken. Und dann heißt es, sie sind gut ausgebildet, aber, und dann kommt einem das halt irgendwann komisch vor. Und dann, wenn du noch auf einen freundlichen Menschen triffst, der sagt es dir dann vielleicht noch. Aber das sind so diese subtilen Zwischentöne und die subtile Diskriminierung, wovon ja viele Menschen sprechen. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Wieso kommen so wenig Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt? Wo sind Ihrer Meinung nach die größten Hürden? Die Hürden sind meiner Meinung nach vielfältig. Also zum einen, wenn junge Menschen in den Förderschulen beschult werden und dann häufig straight away direkt in Werkstätten gehen, da vielleicht nicht so die adäquate Weiterbildungsmöglichkeit haben, sind es Abschlüsse oder Ausbildungen, die dann auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht anerkannt sind oder nicht wirklich gern gesehen werden. Und dann ist es halt schwierig, da rauszukommen. Häufig haben Arbeitgeberinnen auch Barrieren im Kopf, so die klassischen, dass sie sagen, wenn ich jetzt jemanden mit Behinderung einstelle, dann ist der immer krank. Dann ist der oder die nicht leistungsfähig. Also man geht immer automatisch davon aus, als würden sich Menschen mit Behinderung auf eine Stelle bewerben, die sie nicht erfüllen können. Also ein Rollstuhlfahrer würde sich auch niemals als Dachdecker bewerben oder eine Dachdeckerin. Das ist völliger Blödsinn. Also sind da die Ängste, würde ich mal sagen, häufig unbegründet. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen ja, sie wollen ja eigentlich, aber sie werden nicht genug unterstützt bei dem Aufwand, den sie betreiben müssen, wenn sie Menschen mit Behinderung beschäftigen wollen. Und sie sagen auch, sie stiegen nicht durch den ganzen Antragsdschungel bei der Förderung von Inklusion. Ja, das ist auch in meinem Bericht, den ich im Europäischen Parlament verfasst habe, in Gesprächen auch immer wieder gespiegelt worden. Das habe ich auch selbst privat, auch hier auch politisch erlebt. Das ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Ja, die Hürden sind da hoch. Anträge, die endlos lang dauern, bearbeitet zu werden. Das Budget verarbeitet, das es gibt, das aber kaum angenommen wird aufgrund von dieser Hürdenproblematik. Aber ich glaube auch, um das auch noch mal die andere Sicht darzustellen, es sind wirklich die Hürden auch im Kopf. Das Bild, welches in der Gesellschaft von Menschen mit Behinderung, das es halt gibt, dass es vielleicht teilweise eine Begegnung mit der dritten Art ist, weil wir einfach keine Begegnungen haben. Und wir müssen Begegnungen schaffen, um Vorurteile abzubauen.
Jetzt fordern Sie einen radikalen Schnitt und wollen die Behindertenwerkstätten ganz abschaffen. Ist das sinnvoll? Nehmen Sie diesen Menschen damit nicht auch einen Arbeitsmarkt? Im Europäischen Parlament habe ich den Bericht verfasst zur Lage von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Union. Und da waren die Zahlen katastrophal, dass Menschen mit Behinderung arbeitslos waren oder Teil in Einrichtungen sind. Das widerspricht ganz klar den UN-Behindertenrechtskonventionen und dem Artikel 27, die ganz klar sagen, Menschen sollen frei wählen können, sie sollen einen Lohn bekommen, von dem sie leben können. Und das können Menschen in Werkstätten nicht. Sie haben keinen Arbeitnehmerinnenstatus, dort gibt es keinen Mindestlohn, sie haben kein Streikrecht. Also sie sind keine klassischen Arbeitnehmerinnen, sie sind Rehabilitantinnen. Das System ist etwas kompliziert. Aber Deutschland und die Europäische Union hat die UN-Behindertenrechtskonvention vor über 10 Jahren ratifiziert. Es ist Gesetz. Deutschland wurde von der UNO dafür abgewatscht, dass immer noch nichts passiert, wenn es um den inklusiven Arbeitsmarkt geht. Ich fordere daher ein Auslaufen lassen der Werkstätten und eine Veränderung. Sagt die Grünen-Abgeordnete im Europaparlament. Danke, Katrin Langsiepen, für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne. Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Wir müssen heute unbedingt noch nach Schottland schauen, wo morgen erneut abgestimmt wird. Es geht vordergründig um die Wahl des neuen Regionalparlaments. Doch eigentlich geht es wieder einmal um die Frage Yes oder No. Sollen die Schotten raus aus dem Königreich oder sollen sie bleiben? Schottland ist in dieser Frage gespalten, aber sollte die schottische Nationalpartei SNP von Regierungschefin Nicola Sturgeon die absolute Mehrheit erreichen, was möglich scheint im Moment, dann könnte der Druck auf Premier Johnson in London so groß werden, dass er gar nicht anders kann, als ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland zuzulassen. Annette Dittert berichtet. Wenn es nach Ihnen ginge, wäre Schottland schon lange unabhängig. Seit Jahren kurven die Yes-Biker unermüdlich durchs Land, um für die Unabhängigkeit zu werben. Diese Wahl wird den Durchbruch bringen, glauben Sie. Als wir es beim letzten Mal nicht geschafft haben, habe ich geweint. Diesmal werde ich wieder weinen, aber vor Glück. Die Unterstützung ist da. Und wenn unsere Partei, die SNP, jetzt eine Mehrheit bekommt, dann wird es ein neues Referendum zur Unabhängigkeit geben. Vielleicht sogar dieses Jahr. Ganz so schnell dürfte das nicht gehen, das sagt selbst die SNP und derzeitige Regierungschefin Nicola Sturgeon, die die Unabhängigkeit zwar auch will, aber dafür erstmal die Wahl gewinnen muss und dann noch die Zustimmung Boris Johnsons dafür braucht, die der aber nicht geben will. Wenn die Menschen hier mehrheitlich für die Unabhängigkeit stimmen, dann kann kein Politiker uns ein zweites Referendum verwehren. Das wäre gegen jedes demokratische Prinzip. Eine direkte Kampfansage an Boris Johnson, der in Schottland so unpopulär ist wie kaum ein Tory zuvor und deshalb während des Wahlkampfs auch nicht ein einziges Mal dort erschienen ist. Das ist jetzt nicht die Zeit. Wir kommen gerade aus einer Pandemie für ein rücksichtsloses und unverantwortliches zweites Referendum. Außerdem hatten wir gerade eins. Seitdem aber gab es den Brexit und die SNP ist der Meinung, dass der alles geändert hat. Angus Robertson ist der SNP-Kandidat in Edinburgh und mehr als zuversichtlich, dass die SNP mit ihrer Botschaft morgen ganz klar gewinnen wird. Schließlich war die Mehrheit der Schotten gegen den Brexit und die Unabhängigkeit ist jetzt der einzige Weg, um wieder zurück in die EU zu kehren. Die Menschen in Schottland haben ein ganz anderes Wertesystem als das, wofür Boris Johnson steht. Und außerdem sind wir Europäer und er sieht das für England nicht. Das ist ein massiver Unterschied. Und deshalb driften wir jetzt immer weiter auseinander. Ihr Nationalismus sei das genaue Gegenteil des englischen Nationalismus, sagen uns auch die Yes-Biker. Scottish Nationalism is inclusive. Schottischer Nationalismus ist offen für alle. Ich nenne die Menschen hier gar nicht mehr Schotten. Ich sage Schottlands Menschen. Wir haben hier so viele Europäer und sie sind doch ein Teil von uns.
Und sie haben auch nichts gegen die Engländer, sagen sie uns zum Schluss. Sie wollen nur nicht mehr von ihnen regiert werden, egal wie lange der Weg bis dahin noch sein mag. Für den Nachrichtenüberblick kehren wir zurück nach Deutschland und zu den Ausgangsbeschränkungen, die nicht wenige gerne gekippt sähen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eine vorläufige Entscheidung getroffen. Susanne Daubner. Die Richter haben entschieden, dass die deutschlandweit einheitlichen Regeln für nächtliche Ausgangsbeschränkungen vorerst in Kraft bleiben dürfen. Entsprechende Eilanträge gegen die Maßnahme wiesen sie ab. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob die Ausgangsbeschränkungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Diese Frage wird erst im Hauptsacheverfahren geklärt. Die US-Regierung hat sich für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Die Handelsbeauftragte Tai sagte, die USA stünden hinter dem Schutz geistigen Eigentums. Das weltweite Ausmaß der Corona-Pandemie erfordere aber außergewöhnliche Maßnahmen. Bislang hatten die USA ebenso wie andere Industrienationen das Vorhaben blockiert. Die Weltgesundheitsorganisation sprach am Abend von einem wegweisenden Vorschlag, damit in mehr Ländern Impfstoffe hergestellt werden könnten. In den Koalitionsstreit über eine bessere Bezahlung von Pflegekräften kommt offenbar Bewegung. Gesundheitsminister Spahn hat jetzt einen Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht, um Tariflöhne in der Branche durchzusetzen. Danach sollen Versorgungsverträge von Juli 2022 an nur noch mit Pflegeeinrichtungen geschlossen werden, die nach Tarif oder tarifähnlich zahlen. Finanziert werden soll das aus dem Bundeshaushalt und durch eine Erhöhung des Pflegebeitrages für Kinderlose. In der AfD konkurrieren zwei Zweierteams um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Fraktionschefin Weidel kündigte an, gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden Chrupalla die Partei in den Wahlkampf führen zu wollen. Bereits zuvor hatten die Bundestagsabgeordnete Kota und der pensionierte Generalleutnant Wundrack ihre Bewerbung angemeldet. Entscheiden müssen vom 17. Mai an die Mitglieder. Das Ergebnis soll dann eine Woche später feststehen. Bundesinnenminister Seehofer hat das islamistische Netzwerk um den Verein Ansar international verboten. In mehreren Bundesländern, wie hier in Nordrhein-Westfalen, wurden Räume der Organisation durchsucht. Dem Verein wird vorgeworfen, ein salafistisches Weltbild zu verbreiten und Terror zu finanzieren. Und das unter dem Deckmantel der Arbeit für humanitäre Zwecke. Die Deutsche Post verzeichnet das beste erste Quartal ihrer Unternehmensgeschichte. In den ersten drei Monaten steigerte sie den Gewinn auf 1,2 Milliarden Euro. Mehr dazu jetzt von Stefan Wolf. Die Post profitierte dabei von einem Paketboom. Weil im Lockdown Geschäfte geschlossen blieben, florierte das Online-Shopping. Die Zahl der verschickten Pakete stieg um 41%. Der für die Post immer noch lukrative Brief befindet sich dagegen auf dem absteigenden Ast. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 10% weniger Briefe versandt als vor Jahresfrist. Auf der einen Seite profitiert die Post beim Online-Shopping von der Digitalisierung. Auf der anderen Seite leidet sie darunter, weil immer mehr Briefe elektronisch versandt werden. Außerdem gab es weniger Werbepost. Wegen der Corona-Pandemie hielten sich Unternehmen bei der Werbung zurück und sparten sich diese Ausgaben. Keiner weiß genau, wie viele es sind, die durch deutsche Felder und Wälder streifen. Der Wolf ist scheu und lässt sich nur ungern zählen. Ein paar hundert sind es aber bestimmt und es werden immer mehr. Und so kommt der Wolf mittlerweile dem Menschen mitsamt dessen Nutztieren wieder so nahe, dass auch dieser ihm die Zähne zeigt und vermehrt darüber diskutiert wird, ob er abgeschossen werden kann, obwohl der Wolf zu den besonders streng geschützten Arten zählt. Vor 20 Jahren kamen aus dem Osten die ersten Wolfsrudel wieder nach Sachsen, auch nach Spreetal. Und mittendrin im Naturschutzgebiet ging Sven Knoblauch zusammen mit Naturschützern aufs Wolfspirsch. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens. Ich treffe mich mit Naturführer Stefan Karsche. Er kennt das Gebiet um den ehemaligen Tagebau Spreetal und die Wolfsrudel, die hier leben, genau. Wenn wir Glück haben, bekommen wir hier einen Wolf zu sehen, sagt er. Und nachdem die Wölfe quasi nachts hier in der Gegend umhergestriffen sind und Beute gesucht haben, kommen die morgens meistens dann in so einen Bereich zurück. Der ehemalige Tagebau ist seit 20 Jahren ein Naturschutzgebiet. Jetzt heißt es für uns warten und erstmal die anderen Tiere beobachten, die hier leben.
Insofern ist es so, auch so ein bisschen so ein Türöffner manchmal, der Wolf. Ich hatte Leute, die haben gesagt, ich war jetzt ganz lange nie mehr so in der Natur. Und so eine Naturführung hätte ich nie gemacht, wenn es nie das Thema Wolf gewesen wäre. Der lässt sich auch nach 3 Stunden nicht blicken. Deshalb gehen wir zusammen mit Hündin Anima auf Spurensuche. Wölfe bewegen sich hier nachts oft auf Wegen, sagt Stefan Karsche. Und deshalb kann man sozusagen die Wolfshinweise, die Anwesenheit von Wölfen, gut auf Spuren, auf Wegen sehen, weil da sind die Spuren. Anima ist hier auch schon fleißig am Schnüffeln. Könnt ihr mal gucken. Hier. So muss es aussehen. Das ist also in der Nähe einer Wegkreuzung hier am Wegrand. Als Reviermarkierung ist das dann. Also ein Wolfsmännchen oder Weibchen hat gesagt, hier ist mein Gebiet. Ein Beweis, dass die Wölfe hier sind. Stefan Karsche wundert es deshalb auch nicht, dass zuletzt häufiger Videos von Begegnungen zwischen Menschen und Wölfen auftauchten. Diese Beobachtungen, die man da hatte aus den letzten Wochen, was ich so gesehen habe, das waren alles neugierige Wölfe. Da ging es den Wölfen nicht darum, Menschen zu jagen oder irgendwie denen nachzustellen, sondern die hatten oft Interesse an dem Hund und haben dann neugierig geguckt. Ein echtes Problem sind Begegnungen mit Wölfen dagegen für die Tierhalter in der Region. Schäfer Felix Wagner kümmert sich hier um mehr als 400 Schafe und Ziegen. Vor 2 Jahren hat er fast 80 Tiere bei einem einzigen Wolfsangriff verloren. Das Schlimmste war eigentlich gewesen die angerissenen Schafe, wo du halt schon wusstest, es ist deren Tod. Die mussten wir dann halt erlösen, vor Ort meistens gleich, so dass die, weil die wirklich, es tat ihnen wirklich in der Seele leid, wie die manchmal aussahen. Seitdem braucht er für Sicherungsmaßnahmen täglich doppelt so viel Zeit wie früher, sagt er. Seine Schafe dienen hier im Naturschutzgebiet auch der Landschaftspflege. Der Verein, der die Schäferei betreibt, baut gerade einen neuen, wolfsicheren Nachtpferch. Die Zäune tief, damit sich der Wolf nicht durchgräbt, hoch, damit er nicht drüber springt. Dazu kommt Strom. Der Bau kostet mehrere tausend Euro, sagt Vereinschefin Annette Hertweg. Dass er nötig ist, merken die Arbeiter immer wieder. Hast du gesehen? Ist einer übers Feld gekommen. Aber was für ein Klopper. Ja. Wenn also der Wolf gewünscht ist, und das ist er ja, dann wäre es natürlich auch schön, dass die Schafe halten. Also jetzt nicht nur wir als Förderverein, sondern eben auch jeder Schäfer eben dann auch die Unterstützung bekommen würde, finanzieller Art oder eben mit Materialien. Ja, das wäre wichtig, weil sonst gehen ja immer mehr Schäfereien kaputt. Die Hilfen, die es vom Staat gibt, reichten bei weitem nicht aus, sagt Annette Hertwig. Trotzdem lehnt sie es ab, Wölfe zu jagen. Zurück zu Naturführer Stefan Karsche. Heute haben wir keinen Wolf vor die Linse bekommen, aber er zeigt mir Videos, die er erst vor kurzem hier gemacht hat. Ich finde, es ist ein schönes Tier und ich finde auch, dass der ein Lebensrecht hat. Der Wolf ist eben nun mal ein großer Beutegreifer und löst so Ängste aus und Vorurteile und macht auch Dinge, die wir nicht wollen. Und das muss man einfach auch begleiten durch Beobachten, durch Aufklärung. Und man merkt auch schon, dass der Umgang mit dem Wolf in den 20 Jahren sich geändert hat. Dass der aus meiner Sicht, würde ich sagen, in Teilen entspannter geworden ist. Dazu will Stefan Karsche mit seiner Arbeit weiter beitragen. So, und wir blicken noch aufs Wetter, Carsten. Es wird wärmer. Ja, es wird wärmer, aber langsam, Gemach. Es ist eher eine schwierige Geburt, bis die Wärme dann endlich bei uns ist. Wir können uns das mal anschauen auf dem Wettervorschaufilm. Zunächst geht es noch kalt weiter. Wir sehen es an dieser grünen Einfärbung und mit Wolken und Regen. Es ist eine eher kühle Meeresluft, die unser Wetter bestimmt. Zumindest bis zum Freitag. Das hier ist der Stand Freitag 17 Uhr. Und ganz wichtig ist hier dieses Regenband, das sich hier vom Atlantik Richtung Frankreich schiebt. Das ist eine Warmfront. Und diese Warmfront hier, die trennt die dann immer noch ziemlich kalte Luft über Deutschland von deutlich wärmerer Luft über Spanien. Am Freitag Höchsttemperatur 32 Grad im Süden Spaniens, 9 Grad in Berlin. So, und nun passiert Folgendes Richtung Wochenende. Diese Warmfront saugt diese warme Luft an und führt sie nach Deutschland. Aber wir sehen, da kommt dann schon ziemlich schnell wieder neue Regenwolken hinterher. Und deshalb ist es leider nur eine sehr kurze sommerliche Angelegenheit. Im Westen Deutschlands wird es sommerliche Temperaturen, wir sehen es hier am Beispiel von Trier, wirklich nur am Sonntag geben. Dafür dann heftig dieser Temperaturanstieg. Es geht rauf auf 27, örtlich 28 Grad. In der Osthälfte wird es am Sonntag warm und dann noch einen Tag später, auch am Montag, vielleicht sogar am Montag sogar etwas wärmer. Hier Dresden mit 28 Grad, bevor es dann auch dort wieder mit den Temperaturen langsam
langsam nach unten geht. Aber man freut sich ja schon über ein, zwei Tage Sommerwetter. Das Wetter jetzt im Einzelnen. Heute Nacht weiterhin Regen unter vielen Wolken im Norden Deutschlands. Einzelne Schauer in der Mitte, in den nördlichen Mittelgebirgen, ein Teil von Schnee. Und dann morgen tagsüber kommen viele Wolken mit zum Teil kräftigen Regen im Südwesten an. Am späten Nachmittag und Abend, besonders in Baden-Württemberg, auch Gewitter und Schauer. Dann auch dort Sturmböen möglich. Und dieser Regen breitet sich allmählich bis zur Mitte aus. Die Temperaturen gehen nachts weit zurück. Es wird eine kalte Nacht. Einstellige Tiefstwerte auf dem kahlen Asten, sogar leichter Frost, minus 1 Grad. Tagsüber unter den Regenwolken 8 bis 10 Grad, wenn es mal trocken ist, 11 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag ziehen Schauer bei tiefen Temperaturen vom Nordwesten in den Osten. Und am Samstag haben wir extra diese Warmluftgrenze aufgezeichnet. Da kommt dann langsam im Südwesten die wärmere Luft heran. Dafür besonders vielen Dank, Carsten Schwanke. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier diskutiert nun Sandra Maischberger mit ihren Gästen die Themen der Woche, unter anderem heute mit Sarah Wagenknecht und Henrik Streeck. Um 0.05 Uhr bringt sie Julia Niharika-Senn im Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.